Kurze, knappe Info, das Video könnte an einigen Stellen asynchron sein. Bitte, bitte nehmt mir das nicht übel. Jetzt viel Spaß mit diesem Video. Tschüss. Mäßig zu bringen. Und wir stehen hier in FIFA 18 vor der Partie gegen Borussia Mönchengladbach. Ich habe mir vorgenommen, heute mal einen Produktionstag einzulegen. Das heißt, heute wirklich mal aufzunehmen, schneiden, rendern, hochladen, alles Mögliche, damit für die nächsten Tage der Videobedarf gedeckt ist. Heute steht, wie schon gesagt, das Spiel gegen Gladbach an und ich werde auf zwei Positionen etwas verändern. Und zwar ist das im Mittelfeld und im Tor. Ja, ihr habt richtig gehört, auch nach der starken Leistung, die Pavlenka im Real Life jedes Mal abliefert. Pavlenka ist wirklich momentan einer der stärksten Torhüter der Liga. Muss ich ihn hier in FIFA leider entfernen, weil er hier einfach nichts reißt. Ganz ehrlich, hier in FIFA ist Pavlenka nicht wirklich gut bewertet. Ich hätte mir gewünscht, dass er vielleicht besser bewertet ist, weil er es auch verdient hätte. So müssen wir ihn leider aus der Startelf verbannen. Er hat zwar ein Potenzial von 79, wie ich gesehen habe, aber das scheint er bei uns nicht wirklich zu erreichen. Erstens, weil wir ihn aus der Startelf nehmen werden und zweitens, weil er hier keine guten Leistungen abliefert. Ich würde sagen, ich kümmere mich jetzt um die Aufstellung. Wir sehen uns gleich im Spiel gegen Gladbach. Da sind wir im Weserstadion und wir sehen, wie die Spieler sich aufwärmen. Und ich habe tatsächlich auf ein paar mehreren Positionen rotiert. Das ist einmal in der Innenverteidigung. Da spielt jetzt Veljkovic für Moisander, wie ich es ja versprochen habe, dass Veljkovic eben wieder spielen wird. Im Mittelfeld spielt Maximilian Eggestein anstatt Gondorf. Auf der ZDM-Position spielt jetzt Delaney anstatt Junusovic. Und Junusovic nimmt die alte Position von Delaney an. So, hier sehen wir die Tabelle nochmal. 15 Tore. Tordifferenz 0, das heißt, wir haben 15 Tore und 15 Gegentore, was jetzt nicht unbedingt so toll ist, aber okay, wir müssen uns damit abfinden. Ich werde gleich noch den Stadionsound ein bisschen lauter machen, ich habe den nur leiser gemacht, als ich letztes Mal die Weekend League gespielt habe. Da sehen wir Vereine mit der schlechtesten Abwehr, wir haben 15 Gegentore bekommen und das lag nicht zuletzt an Pavlenka. Heute sehen wir Luka Plockmann im Tor, ich habe mich für Luka Plockmann und nicht für Michael Zetterer entschieden. Das hat den einfachen Grund, weil Luka Plockmann jünger ist und ich glaube, dass Plockmann eben bei uns dann noch die höhere Wertung erhalten kann. Da sehen wir unsere Heimaufstellung. Plockmann im Tor, Augustinsson, Veljkovic, Sané und Henrichs in der Verteidigung, Delaney im ZDM, Maximilian Eggestein und Junusovic im ZM, Herrera im ZOM und Kruse und Bartels im Sturm. Ja, es ist wieder Herrera, der im ZOM ist. Ich finde ihn einfach wirklich, wirklich gut und passend auf dieser Position, weil er sich wirklich gut an diese Mannschaft hier gewöhnt hat. Er spielt einfach gut, ackert auch mal nach hinten mit, wenn es sein muss. Nach vorne ist klar, weil er ist ja ZOM. Aber gut, hier sehen wir die Aufstellung von Gladbach. Das ist Sommer im Tor, Ginter und Elvedi in der Innenverteidigung, Strobel, Kramer, Traoré und Grifo im Mittelfeld, Bobadilla und Raphael im Sturm. Nun haben wir ein Problem und zwar Traoré. Wir haben auf der rechten Seite, beziehungsweise dann der linken Seite, haben wir Augustinsson. Und ich hoffe, dass Traoré da nicht so schnell vorbeikommt, denn Traoré ist ein sehr, sehr schneller Spieler. Dem habe ich auch in Foot mal mein Vertrauen geschenkt. Nur kannst du in der Bundesliga mag wohl keiner Gladbach. Und jetzt sind wir beim Anstoß. Wir schauen mal, was wir gegen Borussia Mönchengladbach ausrichten können. Jetzt ist das Stadion auch ein bisschen lauter und wir wurden zum Glück nicht bestraft durch das, was ich gerade gemacht habe. Hier haben wir Henrichs, der versucht mal auf der rechten Seite ein bisschen nach vorne zu ackern. Aber wir gucken mal, vielleicht kriegen wir den Angriff ja tatsächlich hin. Wir spielen mal zurück auf Delaney. Oh, oh, das gibt aber einen Foul. Und damit einen Freistoß für uns, den ich ausführe, und zwar sehr schnell. Wir haben da Bartels, der zieht einfach mal ab, aber das war in die Eier des Spielers rein. Das war also nicht wirklich gefährlich, weil in Foot habe ich ja auch noch eine andere Aufstellung als... Das wird ein langer, steiniger Weg mit Plockmann. Denn den Ball, den hätte selbst Pavlenka gehabt. Ja. Junusovic spielt, wie gesagt, jetzt im ZM, weil er einfach ein bisschen schneller ist und weil er, oh Gott. Ja, weiß ich nicht, weil er ein bisschen aktionsfreudiger ist. Bartels hat echt kein Glück heute. Gehen bei Augustinsson noch zum Ball. Kriegen die mit Eggestein tatsächlich auch noch. Jetzt zieh doch einfach ab. Oh. Okay, der war außerhalb der... Was?
Ja, genau. Also kann ich da. Das schneide ich euch gleich nochmal in der Zeitlupe zusammen. Oder ich zeige es einfach in der Wiederholung. Der Ball war hundertprozentig im Aus. Da wurde. Und die Kamera ist auch noch schön draufgegangen. Der Ball war einfach. Der war einfach schon zweimal im Aus. Okay. Wir lassen uns davon nicht beirren. Oh Gott, wen haben wir da? Janschke. Und Herrera. Und da hat aber jemand in höchster Not geklärt. Und Kruse zieht ab. Nice, Mann! Das war unerwartet. Aber auf jeden Fall nicht unverdient, weil wir haben wirklich jetzt gerade alles reingehauen. Haben nach vorne geackert. Und jetzt wurden wir dafür belohnt. Nochmal geklärt. Dann haben wir da, ich glaube, ich weiß nicht, wer das war. Gut, dass Herrera da auch noch weggesprungen ist. Immer wenn ich Herrera sage, muss ich irgendwie an Ander Herrera denken, aber das ist die Younger Herrera und damit unser Juwel, unser Kronjuwel. 7 Tore in der Bundesliga hat Max Kruse schon geschossen und damit unser bester Torschütze. Oh. Kruse kommt da noch hinterher. Komm schon. Okay, schade. Ein paar Millisekunden und dann wären wir noch an den Ball gekommen. Weil Sommer ist ziemlich spät rausgekommen und da habe ich mir gedacht, vielleicht kriegen wir das ja doch noch hin. Aber okay. Ja, gut, ob man den jetzt noch hätte abwehren müssen, weiß ich nicht. Aber gut, dass Blockmann sich einsetzt. Oha. Oha. Alter Schwede. Das ist nicht wirklich gut gelaufen. Und dann ist es da natürlich auch komplett frei. Blockmann ist ausgeschalten. Und dann gibt es auch für Ibrahima Traoré kein Halten mehr. Dieses Offensive und nicht nach hinten mitarbeiten, das gefällt mir gerade nicht. Alter Schwede. Ich glaube, die haben jetzt gemerkt, ja, Blockmann, der ist nicht so reaktionsfreudig. Da können wir mal von der Ferne draufschießen, wie wir wollen. Jetzt haben wir mal Platz. Aber die Lane ist nicht wirklich der schnellste. Ah, und Kruse natürlich mit seiner tollen Ballbehandlung hier gerade. Das war nicht gut gemacht. Aber wie weit wir das halten können, ist natürlich die Frage. Denn die nehmen hier unsere Abwehr ziemlich unter Beschuss und auseinander. Und die Abwehr sieht in vielen Fällen einfach nicht gut aus. Oh Gott. Da weiß ich nicht, was ich sagen soll. Aber ich weiß auf jeden Fall, was ich in der Halbzeit mache. In Ordnung. Janschke trifft zum 3:1 bei uns zu Hause. Und dann reicht das jetzt auch erstmal mit der Spielerfahrung von Blockmann. Die nehmen uns hier wirklich auseinander gerade. Das ist nicht gut. Ich wechsle in der Halbzeit jetzt mal ein bisschen aus und zwar so, wie ich denke, dass wir es benötigen. Und dann sehen wir uns gleich in der zweiten Halbzeit wieder. Und damit sind wir in der zweiten Hälfte und eingewechselt habe ich, wie es schon zu erwarten war, Pavlenka für Luka Plockmann. Jerome Gondorf ist reingekommen für Maximilian Eggestein und jetzt muss ich mich hier. Okay, die Aktion ist vorbei. Noch nicht ganz. Uiuiui. Okay, war nicht schlecht. Außerdem habe ich Belfodil für Yangel Herrera eingewechselt. Und mehr ist eben auch nicht passiert. Weil Mehrwechsel kann man nicht machen. Ja, Mann, nice. Aber der wurde nicht gewertet, oder? Nein, der wurde nicht gewertet. Stand er wirklich noch ganz knapp im Abseits, oder was? Ja. Scheiße, scheiße. Aber wir haben jetzt einen, ja, etwas besseren Rückhalt im Tor. Und das war natürlich nicht der beste Schuss, den man machen könnte. Das war Gondorf und. Uiuiui, was hat denn der gemacht, Alter? Das war eine tolle Parade. Die Flanke war nichts. Belfodil.
Und Bartels, der abzieht und das Tor macht. Endlich, endlich. Wir sind wieder dran. Das 2:3 durch Finn Bartels. Nicht schlecht gespielt, nicht schlecht gespielt. Gondorf mit der Vorlage, Bartels eiskalt. Und drin ist das Ding. Nice. Ich habe erst überlegt, will ich links oben vielleicht? Aber dann habe ich gedacht, nee, da hat den Sommer auf jeden Fall. Und wir haben den Anschlusstreffer geschafft in der 64. Minute. Das heißt, wir müssen jetzt nach vorne ackern, 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 ackern. Oh, okay. Das war jetzt nicht mal so schlecht. Ich habe gedacht, einfach mal abziehen. Weil es ist FIFA 18, Leute. Zieht einfach mal ab. Das ist, das war bei Bartels genauso. Da habe ich einfach gedacht, einfach mal drauf losschießen. Augustinsson kann sich nochmal durchsetzen. Zu Kruse. Und da ist Sommer. Kacke. Gondorf ist zu weit vorne gewesen. Und das war es leider. Wir haben gekämpft, wir haben geackert, aber es hat gegen Gladbach nicht gereicht. Warum? Weil ich Blödsinn gebaut habe im Tor. Ich hätte Plockmann nicht einsetzen dürfen. Er hat eine 61 und ist für die Bundesliga einfach noch zu schwach. Gerade für so eine Liga, gerade für solche Vereine wie Gladbach ist es einfach nicht gut, da unseren Jugendtorwart reinzustellen, unsere Nummer 3. Das war doof von mir und wir sehen die Ergebnisse vom heutigen Spieltag, beziehungsweise wir sehen die Ergebnisse aus der 60. Minute und wir sehen, wie wir in der Tabelle immer weiter abfallen. Wir haben die schlechteste Defensive der gesamten Liga. Wir kriegen es mit Tore schießen gerade so hin, da hinterher zu kommen und sind auf Platz 12. Gladbach ist Platz 5 und damit hätte ich... Damit hätte ich rechnen können, dass Gladbach uns da auseinander nimmt, wenn ich Plockmann im Tor lasse. Das ist blöd gelaufen, das ist tatsächlich sehr, sehr blöd gelaufen. Wir werden uns mal dem Training widmen. Und ich könnte mich selbst dafür in den Hintern beißen, dass ich das getan habe, was ich eben getan habe. Das war wirklich komplett dumm von mir, da Plockmann einzusetzen. Und vielleicht hätten wir die Partie noch gewinnen können. Ja! Ja, Thanos Petzos ist verkauft. Ja, ja, dankeschön, dankeschön. Thanos Petzos ist endlich verkauft. Das finde ich sehr, sehr gut, weil der Typ, der war so anstrengend, den wegzubekommen, das war fast nicht möglich. Das war fast einfach nicht möglich. Und dann hoffen wir einfach im nächsten Spiel, dass wir das Spiel mal wieder gewinnen können, denn sonst verlieren wir in der Tabelle den Anschluss und das soll nicht sein. Haut rein, bis zum nächsten Video. Schreibt mir in die Kommentare, was ich vielleicht, ob ich vielleicht einen neuen Torhüter verpflichten soll in der nächsten Transferperiode oder ob wir auf Zetra und oder Plockmann setzen sollen. Ich bin ja für Plockmann und oder Zetra, aber ihr müsst sagen, wie ihr das seht und wo ihr die Torhüter seht und ob ich vielleicht einen neuen Torhüter verpflichten soll. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Haut rein, bis morgen und ciao. Tut mir leid, dass wir verloren haben. Und das so bitter. Haut rein. Kleiner Nachtrag. Ich hoffe natürlich, dass ich die nächsten Folgen wieder synchron hinbekomme. Aber es gab da wohl irgendeinen Fehler mit Shadowplay. Und den konnte ich in Sony Vegas jetzt nicht mehr ausmerzen. Deswegen entschuldige ich bitte, dass diese Folge so asynchron war. Haut rein. Bis zur nächsten Folge. Und ciao.